Ja Leute, wir gehen auf Tour, wir gehen auf Nieder mit der GBR-Tour. Es fing zum Niesen an, ab und das Vordach des Fachgeschäfts. Ich baute Zitate ein, wie man das macht bei Rap. Mein Euro wird mit schlechten Angeboten zugebombt und dein Euro sollte mein Euro mal besuchen kommen. Denn hier streiten sich die Loser um die Kuchenbrösel und versaufen Arbeitslosenstütze oder Hungerlöhne. Hier feiern Hurensöhne jeden Abend Muttertag und du triffst keine wunderschönen Models oder Fußballstars. Hier kannst du weder bummeln noch trendy shoppen. Mir trägt mein Tennissocken, kombiniert mit Second-Hand-Klamotten. Mann, in meinem Viertel geht's der Hälfte nicht gut. Und aber wir spielen nicht nur Songs vom neuen Album, sondern wir spielen Songs von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blumentopf-Alben. Hier kommt der Ladi-Da-Shit, der quasi Arschfeld. Der Topf ist im Haus und hört nicht auf, wir sind auf Mardi-Safari. Und ihren Wasser trinkenden Kumpels, die sie nachher heimfahren. Wie seht ihr eure Chancen auf dem Arbeitsmarkt? Als Support haben wir einen jungen, talentierten Künstler mit dabei, Edgar Wasser. Check den aus. Sie nennen mich die Rap-Wiederbelebung Münchens. Der Titel gebührt Jimmy Blue Ochsenknecht, wie ich finde. Wieder keine Aussage, Lückenfüller-Style, Alter. Mein Kopf ist voller Scheißdreck, Müller-Bäckerei. Wir basteln eine Hammer-Playlist zusammen, die Proben laufen schon. Ich bin da mal weg. Mit dabei natürlich immer Freestyles, ganz klar. Trocken zum Frühstück, Jägermeister. Und dann waren wir in Wien erstmal ein Käsekreiner. Ist ganz klar, mit nem Buckel und Schiss. Das ist echt gut, das wusstet ihr nicht? Okay, ich ess mein Käsekreiner mit Hähnelmeier. Denn das Käsekreiner, das ist noch nicht made in China. Das war der Rap, den ich für euch dabei. Und unter 2 Stunden Show geht keiner heim. Also holt euch Tickets jetzt!